überraschend vielseitig. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von GlobTV. Wir sind diese Woche zu Gast in der Region Surselva und zeigen Ihnen die Vielseitigkeit dieser Ferienregion. Und vielleicht sind Sie auch schon bald da als Gewinnerin oder Gewinner für unseren GlobTV-Wettbewerb, weil das ist der Preis dieser Woche. Oder der Gewinner geniesst zwei Nächte für zwei Personen im Hotel Central in Obersachsen, inklusive zwei Tages-Skipass fürs Skigebiet Obersachsen, Mundau, Val Lumnezia. Also mitmachen und anrufen. Die Ferienregion Surselva ist im Nordwesten vom Graubünden und von Zürich her in zwei Stunden erreichbar. Im Süden die Greina-Hochebene und der Naturpark Beverin, im Westen die Quellen vom Rhein, im Norden das Hochtal Val Frisal und im Osten die Rheinschlucht. Das ist die Ferienregion Surselva. Und mitten drinnen in Lanz. Die erste Stadt am Rhein ist eine lebendige Kleinstadt, umgeben von der herrlichen Natur. Das malerische Städtchen überrascht mit historischen, gut erhaltenen Gebäuden und ist dank der zentralen Lage auch optimaler Ausgangspunkt in Zeitenteller und zu den zahlreichen Ausflugshighlights von der Surselva. Neben der Anreise mit dem Auto ist natürlich auch die Fahrt im Zug auf Ilanz möglich. Gemütlich und entspannt reist man von Chur her durch die spektakuläre Rheinschlucht mit der Rätischen Bahn an. Aber auch die anderen Ortschaften in der Surselva laden ein auf entspannte Winterferien. Brigels wirkt verträumt mit seinem schönen alten Dorfkern und den braun brennenden Holzhäusern. Überhaupt haben alle Dörfer in der Surselva den ursprünglichen Charakter behalten und versprühen so ganz viel Charme. Das Val Lumnezia erstreckt sich als grösstes Seitental von Ilanz südwärts, das vor allem mit Ruhe und Abgeschiedenheit besticht. Nicht zuletzt wegen fehlenden Durchgangsverkehr geniesst man hier stressfreie und erholsame Ferien. Die herrlich verschneite Berglandschaft lockt natürlich vor allem mit Wintersportgebieten Obersachsen und Brigels und da erlebt man Skigenuss ohne Hektik. Genau, ganz ohne Hektik. Weil da kann man sich bei diesen riesig breiten Pisten wirklich Zeit und vor allem auch Platz nehmen, um seine grossen Kurven zu machen. Skigebiet Obersachsen-Mundau und Val Lumnezia begeistert mit dem 4-Gipfel-Erlebnis und 120 Pistenkilometer in allen Schwierigkeiten. Und auf diesen Pisten hat auch ein Skiprofi seine ersten Skiversuche gemacht. Da ist nämlich auch die Heimat vom Riesenslalom-Olympiasieger, Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger Gallo Janka. Die 4 Gipfel sind mit 17 modernen Transportanlagen erschlossen und man erlebt hier faszinierende Berglandschaften, traumhafte Pisten für Könner und abwechslungsreiche Strecken für alle Anfänger. Ja, und was natürlich auf keinen Fall fehlen bei so einem perfekten Wintersporttag, ist das Einkehren und da hat man in Obersachsen genug Möglichkeiten. Nicht weniger als 20 Bars und Restaurants mit Pistenanschluss laden zum Sonnengeniessen, Energie tanken und zum gemütlichen Miteinander beim Après-Ski ein. Verschiedene Veranstaltungen auf der Piste locken zum Zuschauen oder noch besser zum Mitmachen. Wie hier beim Waterslide, wo man über das Wasserbecken surft. Aber auch das muss gelernt sein. Das zweite Wintersportgebiet in der Surselva ist Brigels Waltensburg an die Ast. Überschaubar, aber trotzdem eine weite Landschaft. Kein Ast an den Bahnen, dafür perfekt und extra breit präparierte Pisten mit vielen Varianten. Das familienfreundliche Skigebiet mit den 75 Pistenkilometern geht bis auf 2418 Meter über Meer. Und auch für Action ist gesorgt. Der Surselva Snowpark begeistert Freestyle-Freaks den ganzen Winter mit der präparierten Dreierlinie für Jumps, 180s, Grabs und anderen Tricks. Ja, aber auch diese Freestyler haben wie alle einmal klein angefangen. Die Wintersportgebiete Obersachsen und Brigels sind beide sehr familienfreundlich und bei der Schneesportschule in der Ferienregion Surselva werden Erwachsene, Jugendliche und Kinder an diesen Spass im Schnee angeführt.
Die top ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrer garantieren eine optimale Betreuung von allen Altersstufen und jedem seinem Bedürfnis entsprechend. Und so wächst da vielleicht schon bald der nächste Olympiasieger an. Mir gefällt das Skigebiet sehr gut. Es hat lässige Pisten, es ist weitläufig, es hat wenig Leute und natürlich super Wetter. Ja, die Pisten sind sehr abwechslungsreich, es ist weitläufig, es hat viele Leute, aber es ist immer schön verteilt. Tolle Leute auf der Piste und wir haben immer gute Stimmung. Und natürlich das Wetter, sehen Sie ja selber, ist Hammer. Also auch wenn es schlecht ist, oben ist immer schön. Ja, neben dem Skifahren wird hier auch Gemütlichkeit gross geschrieben. Einfach mal hinsitzen, die Sonne geniessen und den nächsten Winterspaziergang planen. Weil das Angebot ist hier auch neben der Piste riesig. In der ganzen Region Suselva werden insgesamt rund 200 km Weg präpariert für gemütliche Winterwanderungen oder für Nordic Walking Touren. Ein bisschen schneller unterwegs ist man dann beim Schlitteln. Die längste Schlittelbahn von der Suselva ist über 10 km lang. Schlitteln bis Kufenglüet. Im Brigels, Obersachsen und im Val Lumnezia bringen die Bergbahnen die Schlittler bequem zum Ausgangspunkt. Insgesamt gibt es 60 km Schlittelweg, wo man in rasantem Tempo in die Kurve liegen und den Berg durchrutschen kann. Ein Spass für Gross und Klein. Die Ferienregion Suselva wird eher als Ski- und Snowboard-Region wahrgenommen, anstatt als Langlauf-Mekka. Aber die professionell präparierten Strecken durch Wälder und Ebene brauchen sich überhaupt nicht zu verstecken. Das Loipennetz in der Region umfasst über 30 km mit weiten Panoramas und unberührter Natur. Ja, so vielseitig wie Suselva ist, lohnt es sich mehr, wenn du gerade einen Tag da zu verbringen. Ob Ferienwohnung oder Hotel, da hat es für jeden die passende Unterkunft. In der ganzen Region Suselva gibt es diverse Ferienwohnungen und Häuser, wo man seine schönste Zeit vom Jahr ganz individuell kann verbringen kann. Es erwartet einem liebevoll eingerichtete Schlafräume, wo man sich vom aktiven Tag erholen kann und natürlich einen Wohnraum mit einer kleinen Küche. Angebote von verschiedenen Ferienwohnungen kommen Sie telefonisch oder auf der Webseite von Suselva Tourismus über. Skifahren und tief schlafen. Herzlich willkommen beim Hotel Central in Obersachsen. Geniessen Sie einen erholsamen Aufenthalt im liebevoll eingerichteten 3-Sterne-Haus. Entspannen Sie sich nach einem sportlichen Tag in den gemütlichen Zimmern und so sind Sie wieder fit für den nächsten ereignisreichen Schneetag in der Suselva. Geniessen Sie im Hotel Zentrale Küche von der Extraklasse. Auszeichnet mit 13 Gourmet-Punkten können Sie sich hier verwöhnen lassen in der gemütlichen Bündnerstube oder im schönen Wintergarten. Den passenden Wein können Sie in der hauseigenen Winothek gerade selber aussuchen. Beim Hotel Central gibt es Stein-Special. Das sind 3 Nächte inklusive Halbpension, 3 Tage Skipass und weiteren Extras bereits ab 481 Franken pro Person. Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es direkt beim 3-Stern Hotel Central in Obersachsen. Im idyllischen Brigels ladet das Bergspa-Hotel Laval auf eine erholsame Ferienzeit ein. Das 4-Sterne-Haus bietet einen traumhaften Rückzugsort voller Lebensfreude mit einem einzigartigen Ambiente. In den modernen und gemütlichen Zimmern und Suiten geniessen Sie die urige und authentische Einrichtung im Bündnerstil, verbunden mit modernster Ausstattung.
Entspannen und erholen Sie sich im Bergspa vom Hotel Laval. Auf 500 Quadratmeter finden Sie eine Kräuter- und eine finnische Sauna, Dampfbäder, Erlebnisduschen und ein Wellnessbecken mit integriertem Whirlpool. Sie können sich aber auch mit einer ausgesuchten Anwendung verwöhnen lassen. Lassen Sie sich bei einer kosmetischen Behandlung pflegen oder gönnen Sie sich eine entspannende Massage, die Ihre Muskeln lockert. Geniessen Sie nach dem Spa-Aufenthalt einen erfrischenden Apéro an der Bar und runden Sie Ihren Tag mit dem kulinarischen Highlight ab. Lassen Sie sich vom Küchenteam mit exquisiten Köstlichkeiten verzaubern. Geniessen Sie beim Hotel Laval romantische Tage, nämlich 2 Nächte in einem Wohlfühlzimmer, Verwöhnpension, 10% auf Spa-Anwendungen, Gratisschlitten oder Schneeschuhe, Benutzung vom Wellnessbereich und weiteren Extras bereits ab 468 Franken pro Person. Weitere Informationen gibt es direkt beim Hotel Laval in Brigels. Und wie versprochen, kommen wir jetzt zum Wettbewerb und zum Gewinnen müssen Sie uns einfach die folgende Frage richtig beantworten. Welcher Fluss fließt durch zur Selva? Ist das 1 der Rhein, 2 Donau oder ist das 3 der Nil? Läuten Sie auf die Nummer 0901 80 1234 und wählen Sie nach der Aufforderung die Nummer von Ihrer Antwort. Oder schreiben Sie uns eine Postkarte und schicken Sie die an GlobTV, Postfach in 8600 Dübendorf. Einsendeschluss ist der kommende Montag. Wissen Sie die Antwort? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie mit ein bisschen Glück den folgenden Preis. Oder der Gewinner geniesst 2 Nächte für 2 Personen im Hotel Central in Obersachsen, inklusive 2 Tages-Skipass für das Skigebiet Obersachsen, Mundelm, Val und Metzien. Also mitmachen und anrufen. Weitere Informationen zu der Sendung und der Region zur Selva finden Sie wie immer auf den Teletext-Seiten auf diesem Kanal und im Internet unter globetv.ch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.